Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Daily Shop. Bei uns hier auf unserem Kanal sofort und gleich YouTube. YT. Und YouTube. Ja, also heute ist wirklich. Also so ziemlich die schlechtesten Kombos, die ich mir überhaupt vorstellen kann in dem ganzen Spiel. Also wir legen jetzt einfach mal los. Die erste und dafür 500 Gems. Junkfood Klaus. So will er blende den bitte mal da ein. Ist ja, Leute. Ja, mach mal ein bisschen langsamer. Also sorry, aber was willst du denn da damit anfangen? Also Käse. Erstens hat eh kaum einer Drogenkarten im Deck und dann, also sorry, Klaus mit einer Drogenkarte. Oh mein Gott. Also dann Rocker Bullock. Da ist er schon. Die nächste Schrott-Kombo, ja. Also ich kann mir zeig mal irgendwie mit einer Mythic oder so. Zeig da. Mir mit einer Mythic und einer Legendary. Was kommt da? Selbst das? Was? Da ist der Bullock alleine besser. Ja, genau. Ohne Scheiß. Bullock alleine ist besser als das. Ja. Also und. Warum ist eigentlich Redshirt Blue? Achso, ja, stimmt, also die also, wie kann man eine Combo schlechter machen als die eigentliche Karte? Aber na gut. Also gut, die Mythic Bullock, aber egal. Also dann haben wir hier Opera Francine. Auch das. Oh, Opera Francine. Ich hab Opera Francine. Nee, nicht Lieder. Opera Lila. Opera Francine. Also, Opera Francine. Ja. Ach, stimmt die, oh Gott. Ja, deswegen, es geht tatsächlich. Also Opera Francine. Da gibt's nur eine. Gibt es nur eine einzige mit dem Hexenkostüm? Ja, okay, ist jetzt, er hat wenigstens mal Punch, ja, aber sorry, aber. Wer hat eine Francine im Deck? Eine Francine, ja, und da, also. Ich krieg einen zu viel. Ah, und jetzt schießen sie wirklich den absoluten Vogel ab, ja. Also die Karte, dass die überhaupt irgendwo in diesem Spiel vorhanden ist, fand ich schon ziemlich krass, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich war mega sauer gewesen, dass man so eine Scheiße überhaupt in das Spiel mit aufnimmt. Sorry, dass ich das jetzt so knallhart sage, aber es ist so. Dafür ist die Karte richtiger Schrott. Ja, das kommt noch mit hinzu. Also die hätten sie sich wirklich sparen können. Der Kinderschänder, The Child Molestor. Das Ding ist, also guckt euch da mal so eine. Moment, das kann gar nichts. Darf ich Leichtwerbung machen? Was? Leute, ich denke, ich stream morgen. Okay. Auf Twitch. Auf Twitch? Warum auf Twitch? Weil ich da klippen kann, das ist einfach auf YouTube. Aber das Ding da, das kann gar nichts. Ja? Nee, kann so wie nicht. Ein echter Kinderschänder im echten Leben, dem gehört auf die Fresse gekloppt. Ja? Entschuldigung, das ist so. Stell dir mal vor. Ihm wird richtig die Hucke vollgehauen. Ja? Und ja, den Burger kreuz also Leute, und quer mal, einmal Leute, noch mal ganz kurz. Anal entstellt eingeführt. Leute, nochmal ganz kurz. So. Nochmal zur Erklärung. An die Leute, die es noch nicht wissen, Herr Gleis ist mein Vater. Ja. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn ein Kinderschänder vor der Tür stehen würde und er versucht irgendwie mich in ein Auto zu zerren und der gleich kriegt das mit. Ja, das kannst du aber glauben. Also, sorry, aber die Karte geht für mich gar nicht. Ja. Und dann ist es echt mega Schrott. Also, und dafür ich kann ja mal also Leute, heute braucht er das Ding gar nicht, diesen Mastery gar nicht aufzumachen. Leute, ich kann ja mal irgendwann in einem extra Video eine Real-Life-Story erzählen. Herr Gleich kennt sie ja schon. Was denn? Wo ich so schnell wie möglich zurückgefahren bin. Weißt du ja? Ja. Ja, kann ich im extra Video mal erzählen. Ja. Weil genau zu diesem Zeitpunkt stand in der Zeitung und im ganzen Internet über unsere Stadt, da sind Kinderschänder unterwegs. Tatsächlich, ja, und auf einmal fährt mir ein Auto hinterher. Und da sitzen zwei Männer drinnen und ich habe keine Ahnung. Man hat die nicht wirklich gesehen. Sie waren im schwarzen PKW, wurde auch so beschrieben in der Zeitung. Und ich habe mir gedacht, ich rase jetzt da weg, ja. Ich musste da weg, ja. Bin ich heimgefahren. Ja, gut, ich meine, okay. Es ist so gewesen. Ja, natürlich, aber das muss ja nicht der. Es war ja ein Typ. Nein, wahrscheinlich. Nein, waren es. Da merkt man schon wieder, Herr Gleich informiert sich null. So. So, also. Weiter geht's. Ja, also das zu dem Thema hier. Also diese Karte ist einfach Schrott, Leute. Die Karte kauft ist, euch nicht. Auch Karte wenn ihr ein Anfänger seid, Leute,
kauft es euch ja, nicht. Ich mein, das ist die Schrott. Karte hat, macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, vor allen Dingen, guck mal, hier auch schon wieder. 21 Leben. Die, hier, Blutzauber. Das ist Luis ist alleine stärker als die Karte. Die hat nicht mal Effekte. Die hat nein, die nicht, hat keine Effekte. Die hat gar nichts. Nein, hat sie auch nicht. Die ist einfach nur mega Schrott. Also die Pizza die Overlord. Macht das warum ganze denn, Ding. Wenn Luis in Pizza Overlord geht, kommt... ja, gut. Das könnte, der eine oder andere hat vielleicht schon was von einer Geschichte mit Pizza gehört, ja, das könnte auch eine Anspielung darauf echt? Sein. Echt, was denn? Ja, da gibt es so diese Pizzagate-Affäre aus der, ob da was dran ist, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, aber, und da ist ja auch, da geht es ja auch um Pizza, ja, und da geht es ich sag jetzt nicht mehr dazu. Ja, wer es interessiert, kann einfach danach. Wer es interessiert? Wen es interessiert, der soll einfach mal danach googeln und soll sich seine eigene Meinung darüber bilden. Also, keine Ahnung. Also, es passt schon zu dem Thema. Also, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst schon, was ihr machen sollt. Bis dann genau, und bis dann.